Herzlich willkommen zu Part 55 von Let's Play The Sims 4 Rex The Richest Challenge. Wir sind hier wieder zurück bei unserer lieben Familie Owens und Loha. Und Leute, der letzte Part war so schön. Denn unsere kleine Kiana hatte Geburtstag. Also erst haben wir Weihnachten so ein bisschen gefeiert. Und dann hatte unsere liebe Kiana Geburtstag. Ihr wisst ja, vor ein paar Parts, vor zwei Parts glaube ich, haben wir Mini verloren. Deswegen war es umso schöner, dass wir im letzten Part dann so ein bisschen die Familienzusammengehörigkeit feiern konnten. Und eben das Umstyling von Kiana machen konnten. Und Leute, also sie ist optisch wirklich einer meiner neuen Favorite Sims. Ihr wisst ja, ich verliebe mich eigentlich immer in jeden Sim, den ich so umstyle. Aber Kiana hat schon ein special place in my heart. Also irgendwie hatte ich vorher nicht so einen richtigen krassen Bezug zu ihr. Aber mittlerweile, also jetzt so nach dem Umstyling und nachdem wir ihre Story noch so ein bisschen mehr geformt haben, freue ich mich einfach nur so krass darauf, ihre Storyline auszuarbeiten und zu spielen. Und ihr seht sie gerade schon vor euch. Sie schwingt sich gerade aus dem Bett, denn ihr erster Tag an der Highschool beginnt heute. Und ganz getreu ihrem Lifestyle steht sie natürlich erst um 7.45 Uhr auf, wenn sie um 8 Uhr in der Schule sein muss. Ich habe mir mal gerade überlegt, dass es ja mega cool wäre, wenn wir jetzt nochmal mit zur Schule gehen würden. Ich hoffe, dass der Mod noch funktioniert. Ich habe ihn lange nicht mehr benutzt und es kam auch seitdem ein Update raus. Ich weiß nicht, ob er deswegen noch funktioniert. Wir werden es aber jetzt versuchen. Malia, du wirst jetzt nicht deine Hausaufgaben machen, sondern du wirst jetzt ein Event starten. Im letzten Part war Kiana ja dann noch mit ihrem besten Freund Julian eine Runde feiern und deswegen ist sie auch ziemlich müde, seht ihr ja. Aber es blieb nicht nur bei der Feierei und der Freundschaft Ausarbeitung, sondern die zwei haben tatsächlich auch ein bisschen miteinander geflirtet und ich habe den Part ja auch genannt, Freundschaft Plus. Und genauso wird es auch sein, dass wir eben so ein bisschen, irgendwie habe ich keinen, ah doch, jetzt habe ich Ton, dass wir eben da so ein bisschen rumtodeln, aber das anfangs zumindest nichts Richtiges ist, also keine richtige Beziehung oder so, sondern halt einfach nur so ein bisschen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in die Public High School. Wir machen das natürlich wieder zu einem Prestige-Event, damit wir da auch Gold verdienen können, damit die dann auch gute Noten bekommen. Genau, dann nehmen wir Kiana und, nee, nicht Katie, Malia mit. Und ich hoffe, dass die Schule noch da ist. No! Okay, Leute, wir haben es. Ich hoffe, dass es jetzt auch funktioniert. Wir haben natürlich jetzt nach 8, deswegen müssen wir richtig reinhauen, damit wir unsere Schulleistung nicht verschlechtern, weil normalerweise sollte man das ja vor 8 Uhr starten. Aber es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Fehler werden ja immer protokolliert. Wir haben auf jeden Fall die Ziele da und das ist gut. Unsere liebe Malia wird sich heute für uns ein wenig anstrengen, damit Kiana einfach so ein bisschen ihre Mitschüler kennenlernen kann und sowas. Deswegen wird sie jetzt mal hier ein bisschen lesen. Lies einfach, angel sie dir. Das passt doch zu Malia. Sie will ja jetzt einfach Marie noch mehr an sich binden. Deswegen kann sie das ruhig machen und danach kann sie vielleicht hier ihre Feinschmecker-Kochfähigkeit noch verbessern, weil sie hat auch tatsächlich ein bisschen Hunger. Das ist doch gut. Aber ich hoffe, dass die Teenies jetzt gleich alle hier auftauchen. Kiana geht direkt mal eine Runde Basketball spielen. Ganz viele haben auch geschrieben, dass sie das Bestreben das soziale Bestreben noch besser für die fänden. Ich will mir das mal ganz kurz durchlesen, was denn dort steht. Ort, Liebe, Beliebtheit, meint ihr dann, ne? Oh, es gibt ja da voll viele. Weltbekannte Berühmtheit, jetzt natürlich nicht. Leitwolf ist, glaube ich, dann mit Gruppen, ne, oder? Gruppen übernommen? Ja, nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Witzbold, Freundin der Welt ist natürlich cool. Dieser Sim möchte so viele Freundschaften wie möglich schließen und erhalten. Neu in der Stadt, sich Sims, 10 Sims vorstellen, 3 Freunde haben an 3 verschiedenen, ne? Super Freunde, 12 Freunde haben. Das passt natürlich auch zu Kiana. Neu in der Stadt, gute Gastgeberin. Das passt aber auch zu Kiana. Ich weiß nicht, ob Freundin der Welt oder Partylöwin. Ich nehme jetzt erstmal Freundin der Welt. Wenn ihr das andere besser findet, dann schreibt mir das gerne, dann können wir das immer noch ändern. Aber erstmal lassen wir das jetzt so. Ich hoffe natürlich, dass Julian auch auftaucht. Es wäre äußerst schade, wenn er sich diesen Schultag entgehen lassen würde. Das sind alles Teenager. Ah, nee, das hier ist eine Lehrerin. Finden Sie das angemessene Kleidung? Oh, Lysander ist da. Cool. Aber ich möchte, dass Julian kommt. Ist das Julian? Nein. Oh Mann! Hallo, Julian Bay. Kannst du bitte kommen? Wer wird denn hier angerufen? Oh, der Direktor ruft vermutlich an. Da gehen wir lieber nicht dran. Wir sind ja in der Schule. Wir sind in der Schule. Okay, wir haben Gold erreicht. Sehr gut.
Aber ich habe jetzt Julian noch so manuell angerufen. Ach, da kommt er. Er kommt. Er kommt. Nein, also ich will jetzt ja nicht hier hyperventilieren. Nina, tust du aber gerade. Ich will einfach, dass sie jetzt erstmal richtig BFFs werden. Dass jeder weiß, Julian und Kiana, das sind einfach die besten Freunde der Schule. Und ja, deswegen werden die Runden, deswegen werden die beiden jetzt erstmal eine Runde zusammen Würfe, ein paar Körbe werfen, wenn er denn dann Lust hat. Bitte, das wäre großartig. Aber die sind ja beide auch aktiv. Ich finde es mega cool, ich liebe es so sehr. Ich finde die beiden einfach. Ich finde die beiden richtig cool. Oh mein Gott, sie ist einfach direkt super kokett. Ach, oh, Kiana. Ich weiß nicht, ob das gut endet. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht mit einem gebrochenen Herzen endet oder. Keine Ahnung. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich will da jetzt nicht so viel reinterpretieren, aber ich liebe die beiden einfach so sehr. Oh boy, you're so sexy. Cuties. Oh, Kiana, tu doch nicht immer so, als wenn du das nicht kannst. So, Malia, du kannst jetzt aber auch aufhören zu arbeiten, weil wir haben ja schon Goldstatus erreicht. Dann kannst du jetzt lieber noch eine Runde mit Lysander quatschen gehen. Ich habe ja schon gesagt, dass die zwei sich auch noch besser miteinander anfreunden sollen. Und das sind ja jetzt quasi die letzten Tage als Teenie für Malia, denn sie hat ja Sonntag, glaube ich, Geburtstag. Genau, Sonntag feiern wir ihren Geburtstag und da feiern wir. Oh, Baby Karls Geburtstag. Bitte nicht stören. Ich bin am Aufnehmen. Bitte nicht stören. Bitte nicht stören. So, geh zum Lysander-Boy und die zwei sind einfach cute hier draußen. Nein, wie gesagt, sie sind einfach richtig gute Freunde. Also das ist das, was ich am Ende erreichen möchte, auch wenn Kiana die ganze Zeit kokett ist. Aber das sind einfach so Bros. Nennen wir es so. Es sind einfach Bros. Die machen immer so Scherze. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Die machen immer so Scherze miteinander. Machen mal einen Witz über Rankenfußkrebse und machen einen Klopf-Klopf-Witz. Und vielleicht, oh, jetzt ist ihre Warteschlange voll. Als ob man nur vier Sachen dahin machen kann. Hör auf, jetzt so kokett zu sein. Du sollst lustig mit ihm sein. Und dann können wir ja vielleicht noch mit ihm so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Schelmfähigkeit erforschen, dass die zwei halt immer so sich halt so gegenseitig necken und vielleicht kann sie ihn mal mit dem Handschocker reinlegen. Fand er das lustig? Fand er tatsächlich lustig. Ja, super. Und dann kann er ja einfach mal ein bisschen erzählen, hey, hast du gehört, mit wem Kayan rumgemacht hat? Mann, wir haben jetzt aber auch hier die ganze Zeit die koketten Möglichkeiten, weil die zwei halt schon ein bisschen rumgeflirtet haben. Aber das war halt, also ich kann mir so vorstellen, dass die halt tagsüber so richtige Bros sind und wenn die dann immer so zusammen feiern gehen, dann passieren da halt manchmal so Sachen. Ne? Oh. Malia hat Level 5 der Kochfähigkeit erreicht. Ich glaube, für Malia wird es auch echt langsam Zeit, dass sie auszieht. Ich glaube, sie kann es kaum noch erwarten. Girl. Ab zum Direktor. What is happening with you? Ist das angemessene Kleidung für die Schule? Naja, vielleicht hat sie gleich Schwimmunterricht oder so. I don't know. Wie viel haben wir denn noch? Wie viel Zeit? 3 Stunden haben wir noch. Ach, alles easy. In der Zeit können die sich hier so richtig krass anfreunden. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt hier gleich wieder anfangen zu flirten, weil wie gesagt, tagsüber sind sie einfach nur die allerbesten Bros. Aber vielleicht können sie heute Abend nochmal Party machen gehen und wer weiß, was da noch so ist. Aber ja, ich weiß es noch nicht, Leute. Ich weiß noch nicht, wohin der Weg führen wird. Vielleicht gehen die zwei ja mal eine Runde zusammen nach San Myshuno. Spaß. Nein, aber ich möchte ja, dass sie noch besser ihren Großvater kennenlernen, weil sie weiß ja noch gar nicht, dass es ihr Großvater ist, der liebe Matthew. Oh, sie muss pieseln. Okay, dann solltest du vielleicht reingehen und die Toilette nutzen. Wie wär's? Kiana wäre fast erfroren. Aber wir haben es noch geschafft, Leute. Wir sind noch rechtzeitig reingekommen. Dann nimm halt die Toilette. Geh hier drauf. Malia ist die ganze Zeit hier glücklich in der Küche und ist am Kochen. Hat ihr jemand das Essen geklaut? Sie hat doch eben schon was gekocht. Ich finde das einfach so geil, ne? Ich wünschte, so ein Pack würde echt rauskommen. Also ich meine, ich bin auch mit dem Mod zufrieden, aber ich finde das einfach so cool gemacht. Und wenn das also für Cry Stacy, so easy, sage ich jetzt mal, zu machen ist, dann muss das doch auch für EA zu machen sein, oder? Da könnten die super ein Gamepack draus machen. So ein Go-to-Highschool-Gamepack oder so. Das ist doch einfach nur. Das wäre einfach nur geil. Das wäre einfach nur geil.
So, bis fühlt sich jetzt besser? Hygiene. Gibt es hier eine Dusche? Nee, ne? Wasch dir doch mal die Hände. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Und vielleicht kannst du einfach die Zähne putzen. Geht die Hygiene davon hoch? Geht sie. Sehr gut. Und danach, ja, sie ist halt super müde, weil sie gestern mit Julian feiern war. Vielleicht kann sie sich ja einfach irgendwo auf eine Bank legen. Guck mal, hier ist eine Bank. Und mach hier einfach ein kleines Nickerchen. Oh, der Schultag ist zu Ende. Kiana hat hart gearbeitet und ist jetzt 1er-Oberschülerin. Und Malia hat keine Beförderung bekommen. Ach so, weil sie ist ja schon 1er-Schülerin, oder? Ja, sehr gut. Da hat sich nichts verändert. Sehr, sehr schön. Ich glaube, Julian ist irgendwo hier hinten joggen gegangen. Ja, der ist hier am Joggen, während Kiana am Pennen war. Aber dann kann er jetzt einfach wiederkommen. Und Malia kann nach Hause gehen. Und Kiana sagt zu Julian, Julian, sollen wir nicht noch einen kleinen Ausflug heute machen? Und Julian sagt, na klar sollen wir das. Und dann machen die zwei sich auf den Weg. Und düsen eine Runde nach San Mai Shono. Und zwar, ich habe immer noch keine neuen, das mache ich jetzt erstmal. Stopp, 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 stopp. Wir gehen jetzt erstmal nach San Mai Shono und platzieren ein paar coole Gebäude. Ich kriege immer noch 1000 Fragen, wie ich das immer mache. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mit, damit ihr das dann auch mal seht. Also ihr geht einfach in den Weltenverwalten-Modus, dann geht ihr in die Stadt, die ihr gerne bearbeiten möchtet. Und dann guckt ihr, welches Grundstück ihr verändern wollt. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne hier diese Karaoke-Bars, die es hier gibt, verändern, weil ich die einfach super langweilig finde und es da in der Galerie viel coolere gibt. Deswegen guckt ihr dann einfach auf die Größe, 30x20, und dann geht ihr in die Galerie. Obwohl, ich will eigentlich nicht in die Bar, ich will hier unten in die. Die ist aber 30x30, sehr gut. Dann geht ihr in die Galerie und dann geht ihr auf Grundstücke und dann geht ihr auf Größe und dann sucht ihr euch die raus, die ihr habt. Ihr könnt natürlich auch die kleineren wählen, aber ich nehme dann immer einfach die, die am besten passt. Und Grundstücksart sucht ihr euch dann raus und ich will natürlich trotzdem eine Karaoke-Bar haben, damit ihr da trotzdem Karaoke singen können. Und dann lädt es und dann könnt ihr das hier nach Beliebtheit sortieren. Ich nehme meistens derzeit beliebt, weil dann habe ich nicht die Sachen, die jeder hat. Weil am beliebtesten sind natürlich die, die am häufigsten runtergeladen werden. Und dann seht ihr schon, dass hier einfach richtig coole Karaoke-Bars sind. Also viel, viel coolere als die, die im Spiel sind. Und ich finde die schon ziemlich cool. Die ist auch für San Mai Shono gedacht. Das ist auch ein Base Game. Obwohl, hätte jetzt auch nicht so viel zu bieten, ne? Ich guck mal noch mal weiter. Ich guck mal am beliebtesten, mal gucken, was da noch so gebaut wurde. Dann könnt ihr natürlich auch noch einen Hashtag eingeben, wenn ihr jetzt eine bestimmte Stadt habt, weil zum Beispiel nach Windenburg passt ja eher so dieses mit den Fachwerkhäusern, diese Optik und sowas. Und dann haben die Leute eben auch darauf geachtet, dass es von der Optik dahin passt. Und dann könnt ihr euch da eben ein bisschen durchklicken, dass es dann auch zu der Stadt passt. Oder wenn ihr jetzt San Mai Shono, das sind ja eher so modernere Sachen, da könnt ihr dann auch das eingeben. Oder bei Sulani habt ihr dann eben eher so so Inselsachen. Ich finde, das sieht ultra geil aus. Was ist das denn? Ist das auch eine Karaoke-Bar? Hat hier jemand was geschrieben? Nee, aber das ist ja ultra geil. Übrigens habe ich mir jetzt einen Streaming-Kanal noch hier auf YouTube gemacht, wo ich in Zukunft dann meine Streams hochladen werde und auch eventuell mal Stream-Zusammenschnitte oder sowas oder Stream-Highlights. Der heißt Streamfinity. Verlinke ich euch in der Infobox oder auf meinem Kanal, ist er auch verlinkt. Dann könnt ihr den auch abonnieren gehen. Okay. Okay, das sieht halt ultra cool aus. Und guck, das passt halt von der Optik auch super hier in die Großstadt rein, finde ich. Mega cool. Yay! So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob mir das so von den Aktivitäten gefällt. Aber mega cool. Hier kann man eben auch ein bisschen Shisha blubbern. Ist ja keine richtige Shisha, aber wir tun einfach so. Kickern kann man. Hier kann man tanzen. Ich glaube, das hier ist dann eine Karaoke. Genau, das ist die Karaoke-Maschine. Hier ist ein DJ-Pult. Mega cool. Hier kann man auftreten. Genau das ist das, was ich gerne möchte. Und hier vorne sind auch noch zwei Essensbuden, auch sehr geil. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie ich das mache, damit ihr das dann auch mal nachmachen könnt. Dann gehen wir jetzt hier wieder auf Kiana und werden eine Runde mit Kiana nach San Mai Shono in die Karaoke-Bar. Und mal gucken, ob Matthew auftaucht. Mal gucken. Vielleicht muss ich auch noch wieder hinspawnen. Vielleicht werde ich ihn auch gar nicht auftauchen lassen.
Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Wir werden jetzt erstmal dorthin düsen. Und zwar nach San Marino und danach Waterside Warble. Mega cooler Name. Mit Julia natürlich. Malia bleibt aber da. Und let's go! Ich freue mich, Leute. Ich freue mich so sehr, die Zeit mit Kiana zu spielen irgendwie. Also es ist jetzt natürlich erstmal wieder ein bisschen Kiana-lastig, aber das habe ich ja immer, dass ein paar Parts immer ein Sim halt so ein bisschen überwiegt. Aber das hatte ich ja mit Mania genauso und mit Katie all die Zeit. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht schlimm. Hallo, wir sind da. Wer bist du? Emilia. Wir werden erstmal eine Runde kurz mit ihm eine, ja, tratschen, einmal die Muskeln zeigen, weil wir so unglaublich muskulös sind und dann können wir einfach mal ein bisschen über die Interessen reden, damit die ihre Beziehung noch ein bisschen weiter vorantreiben können. In der Bar ist natürlich jetzt noch nichts los, weil ich die gerade erst platziert habe. Ich hoffe, dass jetzt gleich Mitarbeiter kommen und ich hoffe, dass sie auch hier gleich kommen, damit die was zu essen holen können, weil Kiana ganz schön hungrig ist. Was machst du? Du gehst jetzt Karaoke singen? Okay, also ein Barkeeper ist schon mal da. Theoretisch könnten wir uns jetzt auch da was zu essen holen. Aber, okay, komm, wir holen uns erstmal ein Happy-Hour-Getränk. Wir holen erstmal ein Zischwitzunder. Vielleicht zieht Julien ja mit. Ich glaube, das zieht auch schon ein bisschen. Also es gibt uns auch schon ein bisschen Hunger. Also irgendwie ist das hier alles ein bisschen schwierig. Wir bestellen uns jetzt einfach was zu essen, weil da hinten in den Laden kommen keine Leute. Deswegen bestellen wir jetzt einfach mal ein paar Fisch und oh mein Gott, man kann einfach Edamame bestellen? What? Bestell mal Fisch und Chips. Oh, Ethan war essen. Ja, ich denke immer nur an Essen heute. Ethan war arbeiten. So, jetzt haben wir auch endlich mal was zu essen. Vielen Dank. Dürfen wir das jetzt essen? Yay, sie isst. Okay, Leute, okay. Und Julien sitzt hier am anderen Ende und isst auch. Er hat sich aber nur ein paar Chips gegönnt. Hier kommt der beinlose mit Stiefeln dran Nobuya. Alles klar, Bro. Eine hochschwangere Frau. Aber noch ist hier kein Matthew in Sicht. Aber, ja, vielleicht kommt er ja gleich. Aber die, oh mein Gott, Kiana stinkt mega. Oh, sie ist auch voll müde. Aber geh ihn einfach mal eine Runde umarmen. Restaurant nicht so funktionsfähig. Warum kommt das schon wieder? Warum ist das so? Hat er jetzt gerade Geburtstag? So, Kiana geht zu ihm. Aber sie umarmen sich, glaube ich, gerade freundschaftlich. Ja. Aber jetzt haben die ja eigentlich auch wieder so ein bisschen getrunken, ne? Und deswegen, ja, werden die jetzt einfach nochmal so ein bisschen. Oh! 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 Okay, Julien hat anscheinend keine Lust. So, haha, wir machen erstmal einen Witz vielleicht. Hallo! Und Julien, wollen wir zusammen singen? Julien, wollen wir zusammen eine Runde singen? Nein, nicht Karaoke ansehen. Können wir zusammen blubbern oder so? Irgendwas zusammen? Komm, wir kickern eine Runde zusammen. Julien? 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 Oh no. Oh no. Er ist nach Hause gegangen. Oh no. Oh no. Was für eine bessere Gelegenheit gäbe es, als dass jetzt plötzlich Matthew Owens auftaucht und Kiana aus ihrer Misere rausholt und sagt, hey, komm doch mit zu mir. Oh mein Gott, das ist voll creepy, aber er weiß ja, dass Kiana ihre, seine Enkelin ist. Und deswegen ist es nicht creepy, okay? Eine Sekunde, wo ist er? Matthew. Oh Mann. Where are you? Oh mein Gott, das hat sich gereimt. Hier ist Matthew Owens. Das ist der Richtige. Ich muss den Falschen noch löschen. Aber hier ist unser lieber Matthew Owens. Oh mein Gott, sie ist schon ohnmächtig geworden. Naja, aber sie würde jetzt nochmal hier zu ihm gehen und ihm vielleicht einen Witz erzählen. Und dann würde er sagen, hey, willst du nicht heute bei mir schlafen? Ew, das ist voll eklig, aber ihr wisst ja, dass, ne, er weiß, dass sie sein Enkelkind ist und deswegen ist das von ihm absolut überhaupt nicht eklig gemeint. Aber Kiana denkt ja einfach so, ja, warum nicht? Ich kann doch wohl mal bei einem Star übernachten, das ist ja absolut gar kein Problem. Und? warum kam da Minus Herz? Aber das war nicht aus Liebe bezogen, Leute. Frag ihn mal nach seinem Tag.
Dann können wir ja ihm einfach mal eine fesselnde Geschichte erzählen. Und vielleicht eine lustige Geschichte erzählen. Und dann sagt Matthew so, hey Kiana, du musst dich doch ein bisschen ausruhen, du bist doch total ausgelaugt. Ich wohne direkt um die Ecke, du kannst bei mir heute schlafen. Absolut kein Problem. Wie gesagt, das ist absolut nicht creepy gemeint. Ich weiß, es sieht, sieht absolut eklig aus, weil Matthew ein erwachsener Mann ist. Aber Kiana denkt sich einfach, oh mein Gott. Ich kann bei dem Star Matthew Owens übernachten. Denn er wohnt hier. Kann er denn? Kommt er denn jetzt mit? Wo ist er? Da. Und sie sieht da einfach eine Riesenchance. Und deswegen freut sie sich natürlich und nimmt das auch wahr. Und ja, sie ist halt einfach Kiana. No! Nein, nicht schon wieder! Nein! Ich bin wieder im Spiel drin, ne? Alles gut. Aber irgendwie wurde die Zeit ein bisschen zurückgesetzt. Ich weiß nicht genau warum. Aber wir sind jetzt trotzdem hier, wo Matthew wohnt. Ich weiß noch nicht genau, wo der hier? Wo der hier? Wo wohnt er denn? Da? Die Lounge? Oder da? Ist das auch noch ein Haus? Okay, er wohnt da, alles klar. Dann gehen wir doch mal zu ihm rüber. Jetzt ist Kiana auch gar nicht mehr so krass müde. Wahrscheinlich wurde jetzt alles zurückgesetzt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe dieses Spiel auch nicht. Aber wir werden jetzt einfach mit Kiana einmal darüber rennen und hoffen, dass Matthew jetzt noch da ist. Dann wird sie erstmal eine schöne Dusche bei ihm nehmen. Wo geht man rein? Hier? An Tür klopfen? What are you doing? Okay, okay. Oh mein Gott, und er macht schon was zu essen. Oh mein Gott. Also ich bin wirklich gespannt, was er für ein Typ ist. Wir kennen ihn ja eigentlich noch gar nicht. Ein Gericht nehmen, hat er noch mehr gemacht? Er hat draußen schon Burger vorbereitet. Oh mein Gott. Also, Kiana denkt sich wahrscheinlich, wow, womit habe ich das verdient, dass ein Star so freundlich zu mir ist? Das ist ja, wow. Und jetzt hat er noch einen Kuchen gebacken. Die Qualität ist zwar schlecht, aber er hat sich Mühe gegeben. Und unterhalte dich aber währenddessen mit ihm. Erzähl ihm eine unglaubliche Geschichte. Und erzähl ihm dann noch ein paar witzige Sachen, damit du dich einfach bei ihm einschleimen kannst. Weil, wie gesagt, Kiana denkt einfach, das wäre ein Star, einfach ein random Star, sage ich mal. Womit sie sich anfreunden kann. Und natürlich hat sie ihn jetzt schon umarmt, weil das Spiel weiß, dass die verwandt sind. Aber Kiana halt nicht. Und er schleimt sich wirklich sehr bei ihr ein. Und ich lieb's. Ich find's absolut großartig. Das spielt mir mal wieder so sehr in die Karten. Das ist wirklich Wahnsinn. Lernt euch weiter kennen und erzähl ihm, wie gut deine Noten in der Schule sind. Ich denke, das würde Stars auch beeindrucken vielleicht. Und dann kannst du ihm nochmal sagen, wie toll du ihn findest. Und was du, ja, was du alles schon so erlebt hast in deinem Leben. Oh, er ist ein Hitzkopf. Das hat Kiana jetzt schon herausgefunden. Dann kannst du ihn mal nach deinen Interessen, nach seinen Interessen fragen und einfach mal ein bisschen gucken, was er so cool findet. Dann können wir ihn einfach mal in eine tiefgründige Unterhaltung einwickeln und fragen, darf ich bei dir eine erfrischende Dusche schnell nehmen? Weil es ist so weit bis nach Hause und ich fühle mich einfach nicht gut. Und er sagt, na klar, fühle dich wie zu Hause. Und jetzt ist es halt auch schon so spät, dass er sagt, Kiana, du kannst super gerne hier übernachten. Das ist absolut kein Problem. Und Kiana denkt sich schon so, okay, warum lässt mich ein Star einfach in seinem 5 Millionen Dollar Apartment übernachten? Naja, ich nehme es einfach an. Und deswegen wird sie das machen. Ich hoffe, er regt sich jetzt nicht auf. Manchmal regen sie sich dann auf, wenn man die Dusche nutzt. Aber ich zeige euch jetzt mal das Apartment hier, weil das ist wirklich mega krass. Also hier hat er sogar ein Gästezimmer und hier oben hat er dann noch so ein Whirlpool, ein Piano, dann so eine richtig geile Terrasse mit noch einem Whirlpool. Also richtig heftig. Warum hast du nicht zu Ende geduscht? Wollte sie sich hier unbedingt weiter mit ihm unterhalten? Dann isst einfach noch ein Burger, weil sie hat ja immer noch Hunger. Kiana, iss. Genau, super. So, jetzt ist Ethan nochmal nach Hause gekommen. Warum auch immer. Und ja, wir unterhalten uns einfach nochmal ein bisschen weiter mit ihm. Wir drücken nochmal unsere Bewunderung bei ihm aus und unterhalten uns nochmal tiefgründig mit ihm. Oh, sie ist wütend. Warum? Nein, mir geht's nicht gut. Okay.
Vielleicht ist sie von zu Hause genervt oder so und sie ist einfach froh, mal ein bisschen was Neues zu sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das hier vielleicht auch eher Kianas Welt ist als das Leben auf Sulani. Ja, dass sie über Hausregeln streiten. Dass sie das einfach leid ist, auf dieser einsamen Insel zu wohnen. Und dass sie sich hier sehr wohl fühlt. Und dann kann sie ihm nochmal eine fesselnde Geschichte erzählen. Und dann kann sie einfach mal hier draußen im Whirlpool ein bisschen, ach nur, das ist eine Badewanne, aber wir tun einfach so, als wenn es ein Whirlpool wäre, ein bisschen entspannen und einfach eine Runde mit Badezusatz baden. Und zwar mit einem Muskelentspannungsbad, weil sie ist immerhin eine Sportlerin. Oh mein Gott, living the high life. Kiana Girl. Oh mein Gott, warum wird das... warum ist das so? Ew. Hallo. Okay, ich will doch einfach nur einen Screenshot machen, wie Kiana ihr Highlife genießt. Mega krass. Also, ich find's richtig witzig. Wie gesagt, dieses Spiel spielt mir einfach immer sehr gut in die Karten. Das ist genau das, was ich wollte. Er bereitet, glaube ich, hier gerade schon das Frühstück für Kiana vor, damit sie morgen früh dann auch was zu essen hat. Aber Leute, ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Oh mein Gott, ich freue mich so auf diese Storyline mit Matthew. Das ist mega cool. Mega, 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 mega cool. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich hoffe, euch gefällt das auch, was wir mit Julian und so alles machen. Und wir werden natürlich uns auch demnächst wieder mehr auf die andere Family konzentrieren. Aber ja, jetzt gerade reifen wir einfach noch Kianas Story so ein bisschen aus. Und ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass euch das gefällt. Und schreibt mir unbedingt noch eure Vorschläge, wie die Storyline weitergehen kann, in die Kommentare. Dann könnt ihr mir auch noch so ein bisschen was zu Kai schreiben, weil er wird natürlich auch nächste Woche ja zum Kind, ne? Am Dienstag wird er zum Kind. Wie er so wird, was aus ihm wird. Ich bin super, super gespannt, was da auf uns zukommt. Vielleicht wird im nächsten Part schon der Geburtstag von Malia stattfinden. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Und sie wird hier dann auch relativ flott ausziehen. Schreibt mir bitte mal, ob ihr findet, dass Sanmai Shuno das Richtige für die ist. Weil jetzt, wo Kiana hier in Sanmai Shuno war, habe ich so gemerkt, dass Kiana hier eigentlich viel besser hinpasst. Und dass es eigentlich viel mehr Kianas Welt ist als Malias Welt. Ich finde jetzt nicht, dass Kiana und Malia so gut hierher passen. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ziehen die eher in irgendwie einen Vorort oder vielleicht doch nach Evergreen Harbor oder so. Also schreibt mir unbedingt, wie ihr das seht, wo ihr die beiden in Zukunft seht und was ihr euch so vorstellen könntet. Oder vielleicht bleiben sie auch auf Sulani, ich weiß es ja nicht. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und ich freue mich da sehr drüber. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.